So, auf geht's zum Long Run. 22 Kilometer stehen heute auf dem Plan und zwischen Kilometer 14 und 18 soll ich ein bisschen schneller laufen. Bin gespannt, wie es heute so läuft. Da ich ja letzte Woche so ein kleines Hungerloch hatte, habe ich heute dabei zwei Gels und einen Riegel. Der Gürtel ist von Salomon, finde ich super praktisch. Mag ich lieber als die Laufwesten. Ich kann auch aktuell die Laufwesten gar nicht so richtig tragen, weil das tut immer noch an der Brust weh. Das wird auch noch ein paar Wochen dauern, bis es so richtig hundertprozentig verheilt ist von der OP. Trinken habe ich jetzt extra nicht dabei, aber ich habe hier eine Softflasche dabei. Ich werde es so machen, ich werde jetzt erstmal 10 Kilometer an der Spree laufen. Dann geht es zurück zum Mauerpark, da werde ich so noch 12 Kilometer sein. Und am Mauerpark gibt es dann die Trinkbrunnen, da kann ich meine Flasche auffüllen und das Wasser. So, die ersten 3 Kilometer sind rum. Ich weiß jetzt schon, dass es deutlich besser läuft als letzte Woche. Bin jetzt gerade am Reichstag vorbei, Kilometer 3, wie gesagt. Es fühlt sich noch nicht so an, aber es ist ein bisschen zu flott. Ich bin jetzt in den letzten Kilometern 5,05 gelaufen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, über dem 5er Schnitt zu bleiben. Puls ist aber auch okay. Liegt bei 145. Bin ich auf Höhe Hauptbahnhof. Hier ist es mächtig, mächtig voll. Guck mal, wie viele Leute hier rumlaufen. Hier ist richtig voll, hier ist auch. Ja, das ist Partystimmung. Was ich auch liebe, Leute, die einfach mitten im Weg stehen und nicht aus dem Weg gehen können und nicht mal nach links oder rechts, sondern nach hinten schauen, wenn sie mal die Bahn von links nach rechts kreuzen. Ah, guck dir das mal an, Leute. Ist das nicht ein geiler Ausblick? Ich habe mich übrigens für das Stirnband und gegen das Weiß entschieden, weil das Stirnband fängt definitiv deutlich mehr Schweiß auf. Sag, Kilometer 5 ist durch. Der letzte Kilometer war jetzt 4,58. Also ich muss heute noch mal ein bisschen auf die Bremse treten. 6 Kilometer, Mahlzeit. Nur fürs Protokoll. Brauchen durch das Gel noch nicht. Aber es ist einfach viel geiler, wenn man mit richtig Stoff im Körper, also nicht Stoff, sondern einfach Energie unterwegs ist. Das macht viel mehr Spaß, als wenn man in den Hunger noch reinläuft. 50 Trilliarden Menschen. Und ja, so in 2 Kilometern bin ich beim Mauerpark. Da bin ich mal gespannt. Da wird es auch super, super voll sein. Gehe ich mal davon aus. So Leute, 11 Kilometer sind durch. Ich habe jetzt gerade zu Hause eine Pinkelpause gemacht und fülle gerade meine Flasche auf, weil was gibt es Besseres, als eine Pinkelpause zu Hause auf dem eigenen Klo zu machen und eigenes Leitungswasser zu trinken. Nehmen wir jetzt mit und es geht jetzt sofort weiter zum Mauerpark. Let's go! So eine kurze Pause von 2-3 Minuten ist überhaupt nicht schlimm. Die unterbricht den Lauf nicht und jetzt geht es einfach ganz normal weiter. So Leute, jetzt bin ich am Mauerpark. Hier ist es scheiße voll. Also Laufstrecke ist auch nichts frei, aber es ist einfach brutal voll hier. Wenn die Laufstrecke geht, muss ein bisschen zickzack laufen, aber hier guckt ihr mir das an, wie viele Leute hier draußen sind. Einfach Wahnsinn. Da freut man sich schon wieder fast auf den Winter, weil da ist keine Sau da, da bin ich allein. Das ist mein Mauerpark. Jetzt sind gleich 14 Kilometer um und wenn ich sage, zwischen 14 und 18 soll ich ein bisschen schneller machen. Mein Tempo bisher liegt bei 5 Minuten 10 Kilometer, relativ locker. Also wirklich für sich super, super gut an das Tempo. Und ja, wenn wir die nächsten 4 Kilometer schauen, ein bisschen das Tempo anzuziehen. Nicht übertrieben, vielleicht so in Richtung 4,40, 4,30 vielleicht. Wir schauen mal. Jetzt geht's auf jeden Fall los. Es wird 14, wird gerade durchgesagt. Mit 5 Minuten 4. Jetzt let's go. Kilometer 15, 4 Minuten 25. Kilometer 16, 4 Minuten und 10. Oh oh. Kilometer 17, 4 Minuten und 2. Holy moly. War so nicht geplant. Jetzt sehe ich doch. Puls 180. Kilometer 18, 3 Minuten 53 Sekunden. Holy moly. Erstmal 4 Kilometer locker auslaufen. Oh, das war geil. Maximalpuls. Bin jetzt gerade bei 188. Also die 200, die schaffe ich schon noch irgendwann. Puh. So Leute, Fazit in den flotten Kilometern. Mit Sicherheit wollte man getrennt, nicht, dass ich so schnell laufe. Ich hatte es auch nicht vor. Ich habe ja angesagt 4,45. Der erste Kilometer 4,25. Das hat sich sehr gut angefühlt. Der zweite war dann glaube ich schon 4,10 oder so. Und dachte, na komm, zieh durch. Der dritte Kilometer war dann knapp über 4 Minuten. Und dann hatte ich so Bock, voll durchzuziehen und zu versuchen, ob ich 1 Kilometer unter 4 Minuten schaffe. Und das hat auch geklappt. Voll geil. Und ich muss sagen, die Beine fühlen sich jetzt richtig gut an. Laktat hat sich schon wieder halbwegs abgebaut mit dem Puls. Der ist schon wieder. Ja, mein Puls ist jetzt bei 155, 160. Durch das Reden ist halt auch ein bisschen höher. Und jetzt ja, wird auch mal nach Hause gelaufen. Es läuft heute so krass gut, Leute. Viel besser als letzte Woche. Und obwohl ich mich jetzt gerade richtig abgeschlossen habe, mit fast 190er Puls, mir geht's gut. Beine sind schön locker.
Eins muss ich mal sagen, Leute. Meine absoluten Lieblingsschuhe sind nach wie vor die Asics Treenooser 15. Ich habe mit denen noch keine Wasserblasen bekommen. Die drücken nicht. Ich kann mit denen locker laufen. Ich kann mit denen schnell laufen. Lange, kurz. Also für mich persönlich sind es echt aktuell meine allerliebsten Lieblingsschuhe. Und fertig, Leute. 22 Kilometer exakt im 5er Schnitt. Das war ein geiler Ritt heute. Vor allem die 4 Kilometer schnell. Auch wenn die zu schnell waren als geplant. Aber hey, Mama, wenn es läuft, dann muss das einfach laufen lassen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns dann morgen wieder.